Hallihalli, Leute, willkommen zurück bei Armored Warfare, wo wir heute ein bisschen PvE machen, und zwar die Operation Wildfire. Ich bin hier im MBT 70, im Premium Tier 6er, und dachte mir, hey, bevor ich mich hinstelle und das im PvP ausprobiere und damit Leuten das Leben schwer mache, machen wir das lieber hier im PvE. Haben hier eine Defensivmission, was an sich, finde ich, eine ziemlich coole Idee ist, dass wir es eingebaut haben. Hab schon mal eine defensive Mission gehabt, die wird tatsächlich das erste Mal, dass ich eine PvE-Mission verloren habe. Und wir sind Top-Tier-Tank. Was okay. Ich hätte mir zwar gehofft, dass wir ein bisschen weiter unten sind, aber da andere da sind, die das Spiel in der Tiefstufe bessern können. Und ich bin bereits offen, was jetzt nicht gerade gesund ist. Da sind die Gegner. Und da ist gerade einer hinten in mir gebremst, was auch nicht gerade gesund ist. Aber mehr sein Problem. Hallo, da machen wir gut Schaden. Schießen die übrigens mit APCR momentan. Haben wir noch Heat und Missile-Kugel. Ich habe keine Ahnung, wie genau die funktionieren. Ich baue jetzt gerade einfach auf unsere Hauptpanzerung. Oh, der ist schon tot. Das sieht ein bisschen gefährlich aus. Übrigens zum Panzer selbst, vielleicht ein bisschen historisch. Das Ganze ist eine Entwicklung der Amerikaner und Deutschen aus den 60er Jahren. Und galt als Konzeptplan, um den T-54 und dem doch T-54 und T-55 entgegenzuwirken. Und gilt so mehr oder weniger als wurde nie produziert, aber gilt als einer der Vorläufer für Leopard 1 und M1 Abrams. Fuck, Arty. Kommt von da. Spotted. Nochmal Arty. Ich will da echt ein Stück hin, dass wir irgendwie auf diese Arty vielleicht mal da was machen können. Wir sollten erst zusehen, ob wir gegen dich noch wirken können. Ist schon tot, sehr schön. Da haben wir auch mal einen erwischt. Es gibt hier noch irgendwas, was wir an Secondary Objective mitnehmen können. Und da kam die Arty her, ganz sicher. Und dann können wir nämlich die auch endlich mal beschießen und werden die nämlich auch wieder los. Weil ich ja vermute, dass der, das ist T-72, die aufgemacht hat, was aber auch okay ist. Hier 5 MBT. Gefällt mir. Leute mit Panzerung im Team drin haben, die kompetenter sind als ich, ist immer eine gute Sache. Denn man braucht nur mal Panzerung, um ein bisschen was auszuhalten. Und ich treffe den Fußboden. Wow. Wow, Doc, wow. Nachladezeit gefühlt hoch. Aber okay, es ist ja auch ein Premium-Panzer, irgendwelche Schwachstellen muss haben. Und gefühlt ist funktioniert die Panzerung ziemlich gut so vom ersten Eindruck her. Ich habe da jetzt noch keinen Theorieplan zugemacht oder mir das genau angeguckt im Detail vorab, was jetzt bewerten, wie gut ist. Wir haben schon einen verloren. Das ist natürlich ärgerlich. So ein bisschen das Problem, wenn man halt kleine Spähpanzer dabei hat, die neigen dazu, sich hier früh zu verabschieden. Klonk, da habe ich irgendwas erwischt. Spotted, bin noch wieder, aber es kommt noch keine Art hier auf mich. Außerdem hat sich jetzt das Missionsziel verlagert und da müssen wir tatsächlich schnell sein. Weswegen ich ja eigentlich nicht in den reinfahren sollte, denn wir haben schon eine Mission gehabt, da haben wir uns quasi sehr gut um eine Flanke gekümmert. Sind über eine Flanke rübergerollt, um dann festzustellen, das nächste Missionsziel ist irgendwo in der Mitte und wir kommen nicht schnell genug hin, um es zu resetten, wenn die cappen. Und dann haben wir halt, wurden wir halt durchgekappt. Deswegen will ich da jetzt eigentlich versuchen, ein bisschen Gas zu geben. Da ist die Straße, Defeat Next Zone. Ja, wir sind auf dem Weg, wir sind auf dem Weg. Der OF-40, der Nachfolger vom Leo 1, Vorstufe zum Hinrichtung Leo 2. Okay, da ist das Ziel, auf das wir uns kümmern müssen. Bin ich mir wieder offen. Da haben wir aber auch einen Hügel, mit dem wir arbeiten können. Hallo. So ein bisschen anwinkeln, damit wir gegen den da durchhalten. Er hat sich jetzt ein anderes Ziel noch gesucht mit dieser zweiten Hälfte seiner Salve. Lad verdammt nochmal nach. Geht doch. Overmatch. Und ja, hier im PvE müssen wir deutlich mehr Punkte machen, um Panzer freizuschalten. Da müsste ich jetzt wahrscheinlich ein Vermögen wegtanken oder irgendwelche Freischalteffekte zu haben, aber du bist tot. Puh, von links. Da ungefähr. Ich hoffe, dass sich einer unserer Schnellen hinstellt und darum kümmert. Dieses Wasser ist immer ein bisschen tricky, da ich ja
Grafik runtergerechnet habe, hat das, gibt das, ist das nicht das Schönste, sodass man halt nie weiß, wie tief ist denn das gerade, was, wo ich da reinfahre. Und 35 noch. Ich glaube, die Stelle hier ist gar nicht schlecht, weil wir einen Rückendeckung haben mit den, von dieser Felsen. Oh, die Art, die momentan nicht auf mich schießt, wir leben bis auf den, den es schon zersäbelt hatte, alle noch. Was nicht verkehrt ist. Wir müssen jetzt mal aufpassen, da die Kollegen da sind, muss ich irgendwie von da erwarten, die Richtung, in die ich nicht richtig gedeckt bin. Können wir denn das hier so ein bisschen... Ja, nicht wirklich. Du hast da oben was entdeckt, T72. Ah, das war weit genug weg, dass ich da nicht dran komme und er als Tier 4er da ein bisschen abseits steht. Also tatsächlich macht es sich echt bemerkbar, wenn man hier, Leute, wenn man hier Platoon spielt, weil diese Missionen werden deutlich einfacher, wenn man in diesem Moment mit Teamleuten zusammenspielt und sich kommunizieren kann. Was vom Deutschen her schon irgendwie ein bisschen komisch klingt, aber ich glaube sogar richtig war. Da sind Dinge, um die, auf die ich gehen kann. Hallo! In your face. Ich will mal ein bisschen andere Munition ausprobieren, fällt mir dabei ein. Ich habe keine Ahnung, wie die funktioniert. Aber das ist ja nur sinnvoll, sie dann nochmal zu testen. Ich habe sie nicht platzen sehen. Das ist langweilig. Was schießt noch auf ihn? Ich hatte ja gehofft, dass sie ihn treffen würde. Das sah schon nach einer schicken Rakete aus, ne? Aber vielleicht muss ich auch draufbleiben, damit die funktioniert. Wir können die danach nochmal probieren irgendwann. Ihr habt da oben gerade gut was an Gegnern. Ich muss hier mal vorsetzen, um mit denen da rauszukommen. Den BMT Terminator. Ah, ne, er hat ihn zerstört, okay. Den hat's auch zersäbelt, sehr schön. Gutes Team, klappt super mit euch. Und dann müssen wir auch direkt dahin. Wahrscheinlich haben die Mission schon gemacht und dass sich deswegen das schon dahin orientiert. Wäre jetzt meine Vermutung. Dass die wissen, dass das nächste Ziel, ich denke auch mal, das letzte da oben ist. Wir haben die Kartellhelikopter mit erlegt. Komme ich da durch? Nein, shit. Da merkt man, ich mache diese Mission nicht allzu oft bisher. Ich habe jetzt zuletzt tatsächlich mehr PvP gemacht. Zu meiner Überraschung. Und da haben sie, glaube ich, unterschiedliche Map-Pools jeweils. Ich weiß nicht, ob nicht ein paar auch wiederverwendet werden. Aber auf jeden Fall, sowas hier habe ich zum Beispiel als Map im PvP noch nicht gesehen. Und hat es den OR40 zerlegt. Wie viel habe ich denn gemacht? Ich habe das nicht gesehen. Ich stehe jetzt vor dem Problem von... Der ist mir ganz schön nah. Und ich habe keine Ahnung, ob das für diese Rakete nicht ein bisschen sehr gefährlich ist. Oder ob der Kollege da noch drauf schießen kann. Oder drauf geschossen hat. Sweet. Irgendwo ist was, irgendwo ist was. Orientierung da. Panzerwracks, Panzerwracks. Gegner, Gegner, komm schon. Tauch wieder auf. Ach, das ist doch eine nette Zahl, ne? Ich gehe jetzt erstmal nochmal auf IPCA. Aber das war so eine Schadenszahl, die sich, glaube ich, gegen den. Das ist ein Abrahams. R1 Abrahams Tier 6. Gewaltig. Au, jetzt schießen sie von hinten auf mich. Das ist nicht gut. Ich würde aber gerne noch einmal auf den Abrahams schießen. Bevor ich mich jetzt zurückfallen lasse, um nach hinten zu gucken. Das hat irgendwie meinen Turmring zerstört. Jetzt damit zurechtkommen. Die Nummern sind hier noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die liegen nämlich ganz schön weit hinten. Da, auf den habe ich gewartet. So, jetzt sind sie da noch zu zweit. Ich rufe nicht nach Hilfe. Das kriegen wir hoffentlich auch so hin. Schießt schon von hinten mit drauf, sehr schön. Harte Zeit. Und ja, da sieht man tatsächlich, warum MBT-Fahren hier doch wieder Spaß macht, weil so eine Frontalpanzerung kommt ja halt auch nicht durch. Aber wir haben ihn kaputt bekommen. Sweet. Jetzt ist hinter uns noch einer, weswegen ich hier gerade nach vorne flüchte, um meinen Arsch, wenn möglich, irgendwie ein bisschen
In Sicherheit zu bringen, ist mein letzter EPCR-Schuss, okay. Und da kommst du leicht rüber, oder nicht? Ah, Zeit geschafft. Ich muss sagen, so auf Mittel schon sind die hier echt nicht ohne. Also das schon, haut schon gut rein. Wie viel haben wir gemacht? Oh, drittmeisten Schaden. Das ist für meine Verhältnisse, ich mache im Normalfall recht wenig, gefühlt gar nicht mal so schlecht. Ich bin da nicht gerade derjenige, der im PvE hier so richtig viel Schaden raushaut. Und ich weiß auch nicht, ob dem hier die Feuerrate so entsprechend gut ist. Ich glaube eher nicht. Aber ich muss sagen, er hat echt Spaß gemacht. So, die Panzerung, die konnte schon was. So gefühlt erwarte ich von der Panzerung so im Spiel her, dass sie halt nichts aushält, weil es ist halt verdammt nochmal richtig gute Kanonen, die haben. Aber, also die Frontalwanne, die konnte schon was. Das hatte was. Wow. Resupply stimmt, wir haben da was benutzt. Teamtechnisch, ja, zweitmeiste Erfahrung bekommen. Credits tatsächlich gefühlt nicht allzu viel, aber das wird wahrscheinlich daran liegen, dass es halt ein PvE ist. Erfahrung gut was mir natürlich auf ihm selbst jetzt nichts bringt, weil es halt fahrzeuggebunden ist, die kann ich maximal umkonvertieren. Aber gibt ja auch Erfahrung für unseren Commander mit. Ich wollte jetzt mal in den Statistiken tatsächlich schauen, so von den Werten her. Panzerung, Front, Hülle, 252, das ist nice, meine hinten Seite und hinten gar nicht quasi, da kommt alles durch, auch Seite so. Turm 250, 175, 150, so vorne und hier diese Seitenbereiche, weil sich das, kannst du ja hier mal anschauen, also wir haben natürlich keine genauen Angaben zu den Details, die jetzt sagt, was wo ist, aber wenn ich wieder so von vorne angucke, mit den Werten, das klingt ziemlich vielversprechend, dass es echt schwierig ist, hier frontal durch diesen Turm durchzuhauen und der hier unten ist auch gut gewinkelt, hier kommt man auch wohl nicht so leicht durch, das hier und das ist natürlich was anderes. Das macht das Ganze recht einfach. Wir könnten hier auch noch Retrofits einbauen. Haben ein Firepower, den man hier reinpacken kann und zwei Globals, die aber teilweise echt teuer sind. Gerade auf so einem Premium. Je höher die Tierstufe steht, umso höher wird, teurer wird das Retrofit. Deswegen werden wir das erstmal noch nicht tun. Munition werden wir mal ein bisschen umverteilen. Ich war mit dem APCR tatsächlich sehr zufrieden. Von denen nehmen wir mal 5 mit. Ich finde die bisher eine nette Spielerei. Ich weiß aber nicht, wie. Wobei, wir können ja mal schauen. Damage 478 mit 381 Durchschlag. 597 mit 385. Das ist natürlich interessant. Das heißt, das ist Heat ist weniger Durchschlag, aber mehr Schaden. Und hier haben wir Penetration bis zum Umfallen und Schaden ziemlich hoch. Also, das ist quasi das, was garantiert knackt. Ja, dann finde ich Heat tatsächlich gar nicht so uninteressant mitzunehmen. Dann nehmen wir doch noch ein bisschen mehr mit, weil das gegen halt weichere Ziele dann tatsächlich eine sinnvolle Sache ist. Und Secondary ist genau das. Primary könnte ich auch nicht mehr. Ich kann die beliebig auf 10 hochlassen. Das ist reine Sekundärbewaffnung. Kann ich ohne Bedenken 10 Stück drin. Das ist natürlich auch cool zu wissen. Ich wollte jetzt gerade mal schauen, wie viel das hier Damage per Minute, was das da heißt. Ja, das ist bei mir nämlich nur 2200. Er hier hat, der hat schon 3400 als Tank Destroyer. Als Scout. Er hier ist der Tank Destroyer auf Tier 4, der schon 3000 hat. Und er hier ist das AF Vehicle. Das hat auch einen Damage per Minute, der ziemlich hoch ist. Aber ich glaube, der arbeitet nur mit Raketen. Halt nicht mit direkter Bewaffnung. War das mit dem PvE auf jeden Fall nochmal. Das gefällt mir echt gut. Könnten hier auch einen schwierigeren, aber ganz ehrlich, nee. So gut bin ich nun beim besten Willen noch nicht. Die meisten sind auf Medium, auf Hard wäre gerade eh keiner. Ein paar sind auf Easy und wir sind im Match drin. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich muss sagen, gerade mit sowas. Also, ich würde mich ungern mit diesem Panzer direkt in PvP-Match schmeißen wollen, weil ich ihn halt ja noch nicht wirklich kenne und dann ziehe ich meine Teamkollegen runter. Trainingsoptionen gibt es ja bisher nicht so viel, aber PvE ist halt eine richtig schöne Trainingsoption, weil ich damit halt den Panzer ausprobieren kann im Kampf gegen Gegner, die halt nicht so super skilled sind und wo man halt wo es halt mehr gegen Bots geht, wenn man da mal verkackt, ist halt nicht so weltbewegend ärgerlich wie im PvP, finde ich zumindest gefühlt. Natürlich ist es schade, wenn man das Team runterzieht, aber das ist eine kleinere Zahl für ein kleineres Match, wo die dann auch noch im Zweifelsfall mehr retten können, gefühlt. Also von daher finde ich tatsächlich das zum Ausprobieren echt schöne Sache. Und wir sind in Spearhead. Klingt nach einer coolen Operation, mal sehen, was wir da machen. Ich glaube, diesmal ist es keine Verteidigungsoperation.
The People's Liberation Movement relies heavily on this refinery for their eastern operations. Take over the refinery and don't let them get their hands on any more fuel. Ah, ist ziemlich offensichtlich. Wir müssen das Ding erobern. Sorry, Kollege, ich wollte mich dir nicht in den Weg stellen. Ich habe auch nicht so viele Möglichkeiten, hier hinwegzukommen. Tatsächlich, also, was ich hier auch sehr schön finde, da den MBTs, ja, die ja die schweren Kampfpanzer sind, der hier ist ja echt schon gut schwer, dass man deswegen nicht automatisch total ungelenkig und unwendig ist, sondern man halt tatsächlich immer noch gut fährt und gut Beweglichkeit hat und im Kampfmanöver jetzt nicht, es ist nicht wie eine Maus, die halt scheißen schwer und langsam ist. Na klar, man ist immer noch langsam und es gibt beweglichere Sachen und ich habe halt auch hier mit diesem Panzer so, ich denke auch ohne mir jetzt die Zahlen quasi professionell verglichen zu haben, so einfach nur einmal in der Garage rübersehen, ist halt recht offensichtlich, dass er hier als MBT halt keine hohe DPM hat, aber dafür halt eine coole Panzerung und damit halt was kann im Sinne von Defensive. Kommen wir durch das Rohr hier durch? Ja, kommen wir. Oh, sehr schön. Das heißt, wir können hier flanken. Eigentlich nicht die Aufgabe eines MBTs, aber wir sind schnell genug, um hier was durchzuziehen. Dann räumen wir den weg und haben da hinten einen BMP-3. Keine Ahnung, was das ist. Aber es hat noch nicht allzu viel Schaden gemacht. So, mal sehen, ob das vor mir dürfte als Deckung funktionieren. Bei der Ino kleine Werte macht. Ich glaube, das ist der andere Premium-Panzer, den ich da auch habe lesen. Ich habe der, was war es, der TD? Ne, der Scout-Panzer tatsächlich, obwohl es eher aussieht, als wäre es ein TD. So, ich mag diese engen Gassen, die kommen mir mit meinem Panzer entgegen, weil da kann man nicht so leicht wegrennen wie auf offenen Flächen. Ach, der ist schon tot. Sehr schön. Dann nehmen wir doch den nächsten dahinter. Wir sollten natürlich irgendwie noch versuchen, diese Generatoren zu zerstören, aber da bin ich jetzt... neben mir ist nicht so nett. Ich setze mehr Fokus darauf, tatsächlich die Mission zu erfüllen. Da kommen wir so noch nicht durch. Also können wir uns doch mal den neben uns kümmern. Ich mag die Tatsache, dass ich die Kombination aus kräftig sein und Bewegung... setzen jetzt gleich mal danach mal auf Heat, damit wir dass ich mich halt tatsächlich hinstellen kann und sagen kann, so neben mir taucht was auf, okay, das ist weit genug weg, ich kann das einfach erstmal ignorieren. Ich kann mich hier hinter den Häusern so gut bewegen, dass mir der quasi egal ist. Finde ich persönlich ein schönes Spielgefühl. Da kann man was durch in Rot, der Rest prallt tatsächlich von so einem Terminator frontal ab. Oder leicht angewinkelt. Oh, und wir haben mit unserem Heat nur seine Kette getroffen. Ja, super. Ich könnte euch auch mal rammen. Shit, das haut mehr rein. Der ging der gerade da auf. Fragile Warrior. War sehr, sehr fragil. Blimp sind da wieder und irgendwas ist in die Richtung offen gewesen. Hinterm Cap, also machen wir uns da noch einer. Da kommt noch ein bisschen mehr. Sonst hätte ich gesagt, einer holt sich da oben scheinbar gerade den Bonuspunkt noch. Terminator. Ja, holen die ruhig. Unser Terminator. Irgendwie schon witzig. Nein, ich sollte hier nicht davor fahren. Shit, Artie Incoming ist echt ein Problem. Ich sehe nämlich nicht, wo die her ist und war in einer falschen Bewegung, um was zu machen. Und das war ein bisschen viel Dinge verloren. Jetzt haben wir quasi keine Lebenspunkte mehr übrig. Ich mal wieder auf APCA. Das war knapp. Aber der ist halt auch offen dafür. Und wir können uns mit zurücksetzen. Da kam sein nächster Schuss. Halt auch quasi ihm aus dem Weg halten. Und können jetzt gemütlich... Ich hoffe, dass... Ja, der Terminator vor mir hat es dann leider zerlegt. Aber die Kollegen flankieren den gerade. Das heißt, wir müssen da jetzt selber nicht unbedingt näher ran. Haben zwei Artis zersäbelt. Und können damit quasi gegen unsere größte Schwäche haben. Nämlich unseren Reloader, den wir einfach so lange in Deckung fahren. Wow, und ich fahre hier natürlich voll rein, weil ich mir denke, ah, ist da hinten was? Ist okay. Shit. Das war nicht gerade die beste. Aber ich muss sagen, also insgesamt MBT 70 gefällt mir sehr gut. Macht einen Riesenspaß. Ich
Also mehr als erwartet mag ich das Gefühl von, ich bin in einem schweren Panzer und rocke. Ja, kann sich währenddessen den Generator noch kaputt fahren. Also das war halt erst so ein Punkt, wo ich mir dachte, so, ah, Armored Warfare, aktuelle Zeit, da wird Panzerung ja nicht besonders berauschend sein. Da werde ich wahrscheinlich mehr Spaß dran haben, schnelle, wendige Panzer zu hören. Tatsächlich so, der macht echt gut Spaß. Gefällt mir. Hätte ich gar nicht erwartet. Gut, hat halt also die offensichtliche Downside DPM, die halt nicht so hoch ist. Ich weiß jetzt nicht, wie sie bei quasi regulären Tier 6 Premium, ja, genau, regulären Tier 6 Premium, regulären Tier 6 MBTs ist, wie viel die wohl haben. Und die Kollegen machen das hier sehr gut, indem sie sich halt absprechen, wann sie reinfahren, um halt dann schnell cappen zu können, weil jetzt kommt halt noch eine weitere Gegnerwelle. Einer fährt noch raus und ich wette, da kommt gleich von hinten noch was auf unseren Explorator-Tank. Punkt, oh, ist auch gut gesessen. Also, wie gesagt, ich könnte gleich ich am Ende nochmal nachgucken. Da lohnt sich es tatsächlich, hier zuzugucken, ob das am Ende nachchecken kann, wie viel so ein vergleichbarer M1 Abrams sein DPM hat. Aber es stört mich im Endeffekt nicht, da dieses Gefühl von, ich habe halt eine recht geringe DPM. Ich habe halt nicht gerade die hohe Nachladerate, aber einen Alpha-Schaden, der okay ist. Gefühlt. Das ist so also ein Wert, wo ich sage, so, oh, das, damit kann ich leben. Macht auf jeden Fall gut Spaß. Jetzt, ja, 45. Ich erwarte eigentlich, dass in der Info gleich noch was kommt. Und er glaube ich auch, deswegen ist er so ein bisschen unruhig. Da haben sie noch einen MA1. Abrahams. Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied zwischen dem MA1 und dem MA1 Abrams ist, oder ob das das gleiche ist. Wobei MA1A1 dürfte der normale Abrams sein. Das ist dann ja der M1 Ausführung 1, was dann der Abrams ist, der allererste. Die Rattergang des Terminators. Der wäre fast rausgefahren. Das muss man nicht unbedingt machen, außer man will noch mehr Gegner hervorholen. Und dann haben wir es gewonnen. Sweet. War jetzt nicht die größte Runde von mir, aber war okay, finde ich, gefühlt. Leider gibt es halt in so einer Stadt nicht so viele Bodenwellen, was ich an, also so richtige Hügelkanten, was sowas, was ich halt mag. Aber an sich gibt es dafür genug Deckung, hinter der man wieder verschwinden kann. Weil der MT-70 ist da tatsächlich gar nicht mal so unlangsam, unschnell, das ist gar nicht so langsam. So, hätte ich natürlich Schlimmeres befürchtet, dass er irgendwie sich so ein bisschen. Wir haben sluggish, sagt man im Englischen. Keine Ahnung, was der passende deutsche Begriff dafür ist, aber schwerfällig, war doch schwerfällig, würde wahrscheinlich sogar passen, dass er sich irgendwie so ein bisschen zieht, ein bisschen langsam lenkt oder sowas. Aber tatsächlich, das war für einen eigentlich ganz in Ordnung. Was kriegen wir? Ja. Wieder was an Erfahrung. Teamtechnisch die nicht so weit oben. Ja, kein Wunder, wir sind tot. Zu Recht kriegen wir dafür nicht so viel Schaden, haben wir aber ordentlich was gemacht dafür, dass wir nicht so die hohe DPM haben. Ich will jetzt mal schauen, bei uns hier Damage per Minute 2258. Ich will einfach mal schauen, was hier so ein vergleichbarer, was haben wir hier, Leo 1 würde Damage per Minute 2,65, also 400, 500 mehr. Ich habe jetzt nicht genau aufgepasst. MX1. Der hat, wo ist DPM? Der spammt auch gut mehr mit 2,5 und was. Und BMP sind hier sowieso ein paar Sachen. Ach, der M1 Abrams ist hier in den Tier 7. Interessant, weil gerade waren das ja dort Tier 6 Abrams. Und das dort ist sogar der M1 A1. Okay. Dann gibt es den M1 Abrams und den M1 A1 Abrams. Die sind jetzt aber auf geringerer Tierstufe, glaube ich, begegnet. War es ja klar, dass die eine höhere DPM haben. Schauen wir noch bei unserem Shishkin-Counterpart. Und da haben wir hier den T-72A. Der hat eine DPM von 2,9. Sweet. Oh, einen ziemlich geilen Turm. Und auch eine ordentliche Panzerung. Der Chieftain hier, der hätte ungefähr das, was wir haben. Also DPM-Verhältnis halt eher so auf Tier 5 Level. Aber dafür halt gute Panzerung. Premium kriegt extra Credit-Belohnung fürs erste. Nochmal extra zusätzlich. So, oh, gefällt mir. Macht Spaß. Ist ein cooler Panzer. Ich hoffe, so ein erster Eindruck hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, meine Freunde, und macht's gut.